Ja, Asia Amino. Oh, cool. Meine Herren, Domina, willkommen auf Lesbos, der Perle des Mittelmeeres. Ein hässliches Piratennest. Eine uneinnehmbare Festung von Piraten wohl eher. Und dank der Stärke ihrer Flotte mit uneingeschränktem Nachschub an Essen versehen. Dann sollten wir einen Weg finden, diesen Nachschub einzuschränken. Ihr denkt wie ein Imperator, Gaius. Nun gut, Leute. Das hier ist Lucullus Kriegslager. Das Herz aller Einsätze in dieser Region. Ihr seid lange auf See gewesen. Ich schlage vor, ihr vertretet euch etwas die Beine, um euch ans feste Land zu gewöhnen. Schaut euch um und trefft ein paar Leute. Der Konsul wartet im Kommandozelt. Verspätet euch nicht, wenn ihr ihn nicht verärgern wollt. Auf ein Wort. Soll ich euch alleine lassen, Domini? Bleib, Serve. Deine Hilfe könnte noch benötigt werden. Oh, immer dieses Domina, Domini, Dicta, Domino. Okay, geht nicht einfach davon aus, mein Servus herum, ja, mein Servus herumzukommandieren. Ja, was ist los? Warum so vage? Habt ihr mir nicht, was? Habt ihr mir gerade gesagt, dass ich mich nicht verspäten soll? Ist das eine Art Prüfung? Vage? Nein, ich versuche nur diskret zu sein. Ich will sicher gehen, dass wir einander verstehen. Ihr seid nicht hier, um zu kämpfen. Doch. Macht euch keine Sorgen, ich werde mich bedeckt halten. Und wenn ich mich dem Krieg anschließen will, ich bin kein zartes Zierpflänzchen. Dammit. Was wird er dann stattdessen von mir erwartet? Ich kann mal das fragen. Frauen kommen und gehen. Es ist nicht unüblich, dass Offiziere von Freunden oder Familie Besuch erhalten. Was der Centurio damit sagen will, ist, dass es weiser sein könnte, sich zunächst bedeckt zu halten. Ja, vielleicht ist es weiser. Ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Danke für eure Sorge. Wir werden sehen. Natürlich. So. Findet und redet mit Lucullus, wenn ihr bereit seid, fortzufahren. So. Ich finde es mega cool, dass. Ah, hier kommt man nicht weiter. Ich finde das mega cool. Ich habe auch. Also. Wir können auch später, soweit ich weiß, also ich laut GameStar, kann man das Lager dann auch ausbauen, also mit Schmied, mit Lazarett und alles Mögliche. Bin mal gespannt. Okay. Kleine Normandie hier. Krass. Aber voll geil. Ich feiere das gerade extrem. Okay. Quatschen wir mal ein bisschen mit unseren Leuten. Domina. Ja, Moment. Wie geht's euch? Ich bin hungrig und durchgeweht. Aber immerhin stehe ich wieder auf festem Boden. Warum sollte Mutter mich ausgerechnet hierher schicken? Um euer Leben zu retten, natürlich. Natürlich. Sie ist absolut davon überzeugt, dass die Vitelli euren Vater getötet haben. Euch herzuschicken war die beste Entscheidung. Entschuldigung. Ich will mal ein bisschen Schokolade essen. Ich will kein Soldat sein. Entschuldigung. Perfektes Timing, um Schokolade zu essen. So. Ich will kein Soldat sein, ich will nur meine Familie retten. Wenn es nötig ist, um die Vitellius-Brüder zu erledigen, dann sei es so.
Um ehrlich zu sein, bin ich froh, hier zu sein. Ein guter Ort, um sich einen Namen zu machen. Tatsächlich haben die meisten großen Männer Roms sich auf Feldzügen wie diesem einen Namen gemacht. Aber ihr seid kein Mann, Domina. Euch unter solch trügerischen Voraussetzungen einen Ruf zu erarbeiten, ist vielleicht nicht das schlauste Vorgehen. Das ist wahr. Das übrigens mit den Feldzügen, das war dann wirklich die Achillesferse von Rom. Weil zu diesem Zeitpunkt, also zu Zeiten von Caesar, war es noch nicht üblich, dass die Führungsleute von Rom auf Feldzügen waren. Und je später es war, also nach Christus, war es dann eigentlich so, dass wenn du irgendwie in die Führungsriege wolltest, oder gar Imperium oder Kaiser werden wolltest, dann musstest du einen erfolgreichen Feldzug hinter dir haben. Und ja, dementsprechend ja, mussten die immer wieder weiter Kriege führen und ja, daran sind sie dann zerbrochen. Was wisst ihr über den Konsul? Dominus Lucius Licinus Lucullus war ein enger Freund eures Vaters und ein Unterstützer der Vorhaben eurer Mutter. Er ist für euch jetzt das, was seinem Vater noch am nächsten kommt. Das solltet ihr nicht vergessen. Das vergessen wir doch nicht. Benötigt ihr etwas? Abgesehen von einem guten Wein, einem warmen Bad und einer ordentlichen Massage, nicht viel. Sweet. Danke. Aber ihr solltet an euch selbst denken, Domina. Was soll ich tun? Ich würde mich mit der Umgebung vertraut machen und den Konsul so bald als möglich besuchen. Wir sind hier, um auf ein Ziel zuzuarbeiten. Es ist an der Zeit herauszufinden, welches Ziel das ist. Das ist cool. Salve. Ihr seid Bestia Tabat, oder? Ich bin Claudia Camilla. In der Tat. Man nennt mich Bestia Tabat. Ihr kämpft gut. Das sehe ich. Oh, danke. Darf ich euch einige Fragen stellen? Ihr dürft fragen. Und ich entscheide, ob ich antworte. Was für ein harter Mann. Euer Name ist ungewöhnlich. Ist Bestia der Name eurer Familie? Euer Name ist ungewöhnlich. Tabat ist der Name, den mir mein Vater gab. Bestia ist der Name, den ich gewählt habe, als ich meine Freiheit verdiente. Ich wählte ihn, weil ich viele Bestien besiegt habe. Wow. Woher kommt ihr? Ich bin in Mauretania geboren, aber ich bin ein Bürger Roms. Habt ihr je zuvor in einem Krieg gekämpft? Natürlich nicht. Ich habe jeden einzelnen Tag in der Arena gekämpft, bis ich zu dieser Reise aufbrach. Aber Kriege? Das hier wird mein erster. Ihr wart ein Gladiator. Dann wisst ihr sicher viel über den Kampf. Habt ihr einen Rat für mich? Ich rate euch, möglichst nicht zu sterben. Ehre bedeutet nicht viel. Derjenige, der am Ende noch steht, wird immer der Sieger sein. Was könnt ihr mir über den Kommandanten hier sagen? Es heißt, Lucullus wäre das größte militärische Genie Roms. Ich weiß nur, dass er ein Konsul und Imperator ist. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Wie konntet ihr in Rom leben, ohne zu wissen, was dieser Titel bedeutet? Das ist das erste Mal, dass ich einen Senator sehe, der nicht in der Zuschauertribüne sitzt. Konsul bedeutet, dass er einer von zwei Männern ist, die gewählt wurden, dieses Jahr über ganz Rom zu herrschen. Er ist Imperator, weil er die Macht hat, die Legion von Rom zu kommandieren. Beides stimmt ja. Ah, wie ein König, aber nur für kurze Zeit. Es ist ja ganz anders als ein König. Das Volk von Rom hat ihn gewählt. Wir Römer mögen das Wort König nicht. Wir haben hart gekämpft, um eine Republik für alle Römer zu errichten, ohne die Tyrannei von Königen. Das ist tatsächlich richtig. Das Lustige ist halt, dass nach Caesar sind sie halt in, ja, nicht in Königtum quasi reingekommen, sondern in, ja, Imperator.
was eigentlich fast das gleiche ist. Aber ja, die Republik war ja auch eine relativ lange Zeit, würde ich mal sagen. Also, ich kann mich nicht erinnern, ihn gewählt zu haben. Was ihr einen Konsul nennt, klingt für mich fast genau wie ein König. Ihr mochtet den Triarchus nicht, ne? Er wird erneut scheitern und dabei wird jemand zu Tode kommen, der euch am Herzen liegt. Und dieser Tod wird dann eure Schuld sein. Denkt an meine Worte. Gar nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist. Aber ja, überraschen würde es mich nicht. Wie lange wollen Sie uns wohl hier behalten? Mich macht das auch wahnsinnig. Ich bin hier, um Mithridates in den Arsch zu treten, nicht um den ganzen Tag am Strand zu sitzen und darauf zu warten, dass etwas passiert. Ich habe wieder gesehen, wie Agrippa den alten Servus mit dem Hinkebein gequält hat. Dieser schwanzlose Quälgeist! Habt ihr es dem Präfektus gesagt? Er will nichts dagegen tun. Agrippa hat zu Hause gute Beziehungen. Eines Tages wird dieser Mann sich beim Fall aus dem Wachturm das Genick brechen. Es wird tragisch sein. Über sowas macht man keine Witze. Okay. Nun. Das wird nicht funktionieren, solange die Rebellen weiterhin Nachschub auf dem Seeweg erhalten. Wir werden ihre Nachschublinien unterbrechen müssen. Das ist ein Einsatz für unsere Occulta Speculatoris. Ich glaube, das war kein Witz. Ja, ich glaube auch. Genau, aber Lucullus, wir sind wie befohlen eingetroffen. Ja, ich meine, der Cäsar ist ja auch schon hier. Schweigen? Ja, komm. Bei Jupiter. Ihr seid so schön wie eure Mutter. Oh. Dies ist die einmalige junge Frau, von der ich euch berichtet habe, Thermos. Einmalig, sagt ihr? Hört zu, ich verstehe ja, dass ihr denkt, ihrem Vater etwas schuldig zu sein, aber... Ich will kein Aber hören. Ihr müsst mir in dieser Sache vertrauen. Sie wird meinen Speculatoris eine große Hilfe sein. Was sind Speculatoris? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Eine spezielle Kohorte, die für besonders wagemutige Einsätze gegründet wurde. Oh. Ihr werdet schon bald genug herausfinden, was für Aufträge sie ausführen. Mir wurde gesagt, ich würde nicht kämpfen. Ist es überhaupt erlaubt, dass Frauen kämpfen? An sich ja, aber erstens nicht in der Armee oder sehr selten in der Armee und zweitens nicht für adelige Frauen. Wer hat euch das denn gesagt? Hört zu. Claudiana will euch beschützen, wie es eine Mutter nun mal tut. Aber ich weiß, wie euer Vater euch erzogen hat. Ich würde euch keinen Gefallen tun, würde ich euch für die Dauer meiner Kampagne ziellos im Lager umherwandern lassen. Mhm. Eure Fähigkeiten machen euch zu einem viel zu wertvollen Agenten, um eure Talente so zu verschwenden. Cool, ich mag den. Sag mir einfach, was getan werden muss. Nur zu gerne, ich bin hier, um mich beweisen zu können. Sag mir einfach, was getan werden muss. Das da ist zu kindisch. Ihr braucht eine Feuertaufe. Also passt gut auf. Wir stecken hier auf Lesbos schon eine Weile in einem Patt fest. Mein Co-Konsul Marcus Aurelius Cotta ist im Kampf mit König Mithridates von Pontus im Osten gebunden. Mithridates setzt die Piraten von Lesbos als seine Flotte ein. Die Festung von Mytilene hier auf der Insel ist gut gesichert, aber sie hat auch ihre Schwachstellen. Es gibt einen Pass durch die Berge, den wir nutzen können. Ich werde den Angriff persönlich anführen. Ich melde mich freiwillig für die Vorhut. Wenn mein Onkel Pontus besiegen kann, komme ich sicherlich mit Mytilene klar. So sei es. In der Zwischenzeit werdet ihr euch im Kommandieren beweisen, mein Mündel. Nehmt Caesar Quinctius Aquilinus, euren Servus Synerus und den Gladiator, der mit euch auf dem Schiff ankam. Ihr werdet euch mit Julius Calidus von den Speculatoris meiner Legion treffen. Eure Mission ist es, euch in den Hafen zu schleichen
und die Schiffe des Feindes mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln zu vernichten. Ich gehe davon aus, dass ihr Fragen dazu habt. Okay. Auf jeden Fall richtig cool. So eine Sneaky Peaky Mission. Gefällt mir voll. Werden es die Legionarii akzeptieren, dass eine Frau sie befehligt? Ihr braucht euch keine Sorgen wegen Julius Kalidus zu machen. Ich kenne ihn gut. Ihr könnt ihm vertrauen. Warum kann ich mich ja nicht dem Hauptangriff anschließen? Wenn ihr schnell seid, werdet ihr euch daran noch beteiligen können. Aber damit der Angriff Erfolg haben kann, müsst ihr dies zuerst erledigen. Mhm. Ich würde meine Leute lieber selbst auswählen. Naja, du kennst hier doch sonst niemand. Beweist euch und ihr werdet eure Mitstreiter selbst bestimmen können. Aber ihr werdet Kalidus in eurem Trupp haben wollen. Glaubt mir. Okay. Finde ich übrigens cool, dass man hier noch alles nachlesen kann, was man gesagt hat. Finde ich voll cool. All dies ist nur ein Nebenschauplatz für Kottas Feldzug. Das macht unsere Aufgabe hier nicht weniger wichtig. Mithridates hat ein Dutzend Krieger für jeden einzelnen unserer Legionari. Der Sieg über Pontus wird nur mit Geduld und Vorsicht errungen werden. Dass wir die Kontrolle über das Ägäum Mare zurückerlangen, ist ein entscheidender Schritt, um Mithridates Nachschublinien abzuschneiden. Wunderbar, ich habe keine Fragen mehr. Wartet. Sind das die alten Waffen eures Vaters? Ich bin mir sicher, sie bedeuten euch viel, aber seht, das Leder ist brüchig. Das wird nicht taugen. Besucht meinen Schmied Sextus und besorgt euch vor dem Aufbruch vernünftige Ausrüstung. Cool. Die Gegend verlassen. Wenn ihr bereit seid, die Gegend zu verlassen, sucht das Symbol, ja, die Gegend verlassen, um einen Ausgang zur Weltkarte zu finden. Okay, super. Salve, meine Kleine. Was kann ich für euch tun? Oh, ich mag den. Der ist cool. Ich will euch danken dafür, dass ihr mein Leben gerettet habt. Das ist nicht nötig. Ich wünschte nur, euer Vater könnte euch jetzt sehen. Er wäre sehr stolz gewesen. Kann ihn jetzt sehen, also der ist vor ein paar Tagen gestorben, oder? Denkt ihr nicht, denkt ihr nicht, dass ich hier sicher bin? Diese Leute, die unsere Welle angegriffen haben, was, wenn sie mich finden? Beruhigt euch, mein Kind. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin jetzt euer Patronus. Solange ich lebe, wird es niemand wagen, euch etwas zu tun. Verdammt, das heißt, er stirbt. Ihr und mein Vater, ihr standet euch nahe. Wir haben gemeinsam unter Cornelius Sulla im Bundesgenossenkrieg gedient. Er war der beste Spion, den ich jemals kannte. Er hat mir viel darüber... er hat mir viel darüber beigebracht, dem Feind immer einen Schritt voraus zu sein. Er hat mir nie über diese Zeit... geredet. Das hat ihn nicht davor bewahrt, umgebracht zu werden. Das ist ein bisschen heftig, aber ja, komm. Ich weiß. Ihr passt perfekt zu den Occulta Speculatores. Wenn ihr eurem Vater auch nur im Geringsten ähnlich seid, werdet ihr die Arbeit dort sogar genießen. Die Leute, gegen die wir hier kämpfen sollen, sind die Piraten oder Rebellen? Lesbos rebelliert gegen Rom. Wir nennen sie aus politischen Gründen Piraten, obwohl diese Leute im Grunde wie eine richtige Flotte organisiert sind. Sie sind mit Mithridates Megas von Pontus verbündet. Er ist ohne Zweifel der gefährlichste Gegner, dem sich Rom seit Hannibal stellen musste. Krass. Wie kann es sein, dass er Mithridates eine Gefahr darstellt angesichts der Stärke von Rom? Pontus ist eine starke Nation. Sie haben Kolchis, Kappadokia und Bithynia erobert. Und diese Erfolge haben sie selbstbewusst gemacht. Mithridates selbst ist schon eine bemerkenswerte Figur. Man sagt, er hat sich selbst gegen Gifte immun gemacht. Das ist also kurzer, lustiger Funfact. Ich weiß nicht, ob das ja wirklich Mithridates war, aber ich glaube, einer der römischen... War das Mithridates?
Also auf jeden Fall einer hat sich, also ob es jetzt ein römischer Konsul war, der auf der Flucht war, oder ein griechischer, der hat sich tatsächlich mit Gift hat er sich immun gemacht. Also er hat quasi so jeden Tag sich ein paar Tropfen verdünnten Schlangengift initiiert. Und dann war er am Schluss, also weil er war halt paranoid und er wollte nicht vergiftet werden und so. Und das Krasse war, das hat so gut gewirkt, dass am Schluss also der wurde die ganze Zeit von den Römern verfolgt. Ja, dann war es wahrscheinlich wirklich Mithridates. Der wurde die ganze Zeit verfolgt und dann am Schluss hatten die ihn halt eingekreist und dann wollte er Selbstmord machen mit einer Schlange und die hat ihm gebissen und er ist daran nicht gestorben, weil er immun war. Und naja, wurde halt dann von den gekreuzigt dann. Nun, hat aber funktioniert. Deswegen finde ich es gerade lustig, dass das hier aufgegriffen wird. Dies ist nicht das erste Mal, dass Mithridates gegen Rom kämpft. Cornelius Sulla, mein Mentor, hat ihn vor einigen Jahren besiegt. Damals fiel er in die Provinz Asia ein. Mithridates nutzt die an- und abschwellenden Konflikte zwischen den Fraktionen unseres Senats aus. Wenn Rom geteilt ist, schlägt er zu. Wie ein Geier, der einem verwundeten Wolf folgt. Sehr clever. Caesar! Salve! Servus. Okay, ihr seid ein interessanter Mann. Interessant? Ich nehme das als ein Kompliment. Aber bereitet euch auf eine Enttäuschung vor. Ich werde versuchen, im Rahmen meines Wissens und meiner Fähigkeiten so nützlich zu sein, wie ich kann. Wunderbar. Es ist das erste Mal, dass ich so weit von zu Hause weg bin. Wirklich? In Rom zu bleiben wurde, sagen wir mal, politisch ungünstig für mich. Deswegen habe ich es verlassen. Wie ihr war ich auch noch nie auf Lesbos. Ich habe mich allerdings darauf vorbereitet, falls ihr Fragen dazu habt. Na dann, was ist das für eine Insel? Lesbos ist eine der wichtigsten Inseln in diesem Meer. Einige Kartografen nennen sie wegen ihrer Form auch Pferdeinsel. Entschuldigung, warum sind die Piraten hier? Die Lage, nehme ich an. Diese Insel hat zahllose Buchten und natürliche Häfen, in denen sich Piratenschiffe verstecken können. Ganz zu schweigen von der massiven Festung in Mytilene. Unsere Armeen sind um vieles größer als die der Griechen. Ich verstehe nicht, warum wir sie nicht einfach auslöschen können. Das ist ziemlich interessant, weil die wenigsten Römer, die halt nicht die ganze Zeit an der Grenze war, haben wirklich gedacht, dass die Legionen auch geschlagen werden können. Und also in Rom war eine sehr, sehr effektive und gute Propagandamaschine. Das ist so von wegen so, ja, Rom hat die besten Krieger und ist viel zu groß, um irgendwas zu verlieren. Deswegen wurde zum Beispiel die 9. Legion, die in Britannia oder Britannien halt ausgelöscht wurde, wurde von den ganzen Büchern gelöscht. Also deswegen gibt es ja diesen Mythos von der 9. Legion, weil die ja sehr lange nicht gefunden wurde. Es gab halt 1 bis 8 und 10 bis ich glaube 26. Genau. Das mag sein, aber hier sind sie taktisch im Vorteil. Mytilene liegt direkt am Meer und ihre Flotte bringt unablässig Nachschub in die Stadt. Es ist eine Pattsituation. Interessant, ich wollte euch noch etwas anderes fragen. Natürlich, glaubt ihr, dass der Triarchos mit dem Feind zusammengearbeitet hat? Ist das wichtig?
Gehen wir für dieses Gespräch mal davon aus, dass er ein Verräter ist. Am Ende siegen wir und die Piraten sind tot. Der Triarchus, selbst wenn er mit ihnen zusammengearbeitet hat, weiß nun, dass er die falsche Seite gewählt hat. In einem solchen Krieg hängt die Treue nicht von Überzeugungen ab. Normale Menschen wollen nichts weiter, als auf der Seite des Siegers zu stehen. Und wir haben Geminus gezeigt, dass das unsere Seite ist. Das Kriegslager sieht aus wie eine Stadt. Faszinierend, nicht? Die Legion kann ein solches befestigtes Lager fast über Nacht errichten. Meiner Ansicht nach ist das die Grundlage von Roms militärischer Macht. Das stimmt. Hört zu. Ihr erscheint mir vertrauenswürdig zu sein. Ich könnte vielleicht eure Hilfe bei einer diffizilen Angelegenheit brauchen. Okay. Natürlich, Gaius. Ihr könnt mir vertrauen. Das hängt davon ab, von was für einer diffizilen Angelegenheit wir hier reden. Natürlich kann er uns vertrauen. Ach. Das höre ich gerne. Denkt daran, was ich euch jetzt sagen werde, ist ziemlich privat. Ich wüsste eure Diskretion sehr zu schätzen. Ich habe eine detaillierte Mitschrift unserer Erlebnisse seit dem Aufbruch aus dem Hafen verfasst. Kurz nach unserer Ankunft ist dieses Tagebuch jedoch verschwunden. Ich glaube, dass es von einem der Centuriones gestohlen wurde. Okay, seid ihr sicher, dass es gestohlen wurde? Ziemlich sicher. Ich könnte es auch verlegt haben, aber das erscheint mir unrealistisch, da ich sehr regelmäßig darin schreibe. Warum denkt ihr, dass es ein Centurio gestohlen hat? Ich habe einen bestimmten Mann dabei beobachtet, wie er aus meinem Zelt kam. Tatsächlich habe ich ihn quasi schon zur Rede gestellt und er hat seine Schuld quasi gestanden. Aber warum sollte er das stehen? Es gibt viele Arten von Schmerz. Körperlich, emotional. Und sagen wir mal, manche Männer fügen gerne Schmerzen in all seinen Formen zu. Diese Männer. Warum geht ihr nicht einfach zu den Centurio und holt euch euer Besitz zurück? Das habe ich bereits versucht. Er hat mich gewissermaßen bedroht. Er sagte, wenn ich ihn weiterhin belästige, würde er den Inhalt meines Tagebuchs veröffentlichen. Ich verstehe nicht ganz, wie ist das bedrohlich? Und dieses Tagebuch enthält bestimmte Geständnisse zu Taten, auf die ihr nicht stolz seid. Ich stehe zu meinen Entscheidungen und ich bin stolz auf meine Taten. Ich will nur nicht, dass irgendein eselsköpfiger Schläger sie öffentlich vorliest. Alter, ich verliere 5-mal am Tag mein Handy und er findet es unrealistisch, sein Buch zu verlegen. Gut. Es scheint ja da wirklich gestohlen zu sein. Das ist eine schwere Anschuldigung und wenn sie wahr ist, auch ein schweres Verbrechen. Wir sollten den Primus Pilus informieren. Römisches Recht gilt in Rom und unser Täter weiß das. Dies ist eine private Angelegenheit und sollte daher auch privat geregelt werden. Aha. Na schön, sag mir einfach, was ich tun kann. Der Centurio heißt Agrippa, glaube ich. Er hängt meistens mit seinen Freunden bei dem Zelt dort drüben herum. Ich dachte, ihr könntet ihn vielleicht davon überzeugen, mir mein Tagebuch zurückzugeben. Ich muss wohl nicht extra sagen, dass ich den Inhalt meines Tagebuchs lieber geheim halten würde. Es wäre mir lieb, wenn niemand darin lesen würde. Ja, nice. Bin mal gespannt, ob wir den überzeugen können.